Wir machen heute mal eine Übung zu binomischen Formeln und Dezimalzahlen. Also, wie kann man das anwenden? Und wir sagen ja, Summen kürzen nur die Dummen. Und dann machen wir jetzt praktisch eine Übung dazu, dass wir da ein bisschen sicherer werden. Und wer zu Hause das Ding jetzt sieht, der drückt jetzt die Pause-Taste. Ich mache es auch. Löst die Dinge, wie sie hier stehen. Und dann sehen wir uns bei der Auflösung wieder. Also, ich habe das mal kurz umgeordnet und sodass wir hier ein bisschen Platz haben. Bei der ersten ist es relativ leicht. Wenn ich mit 10 erweitere, kann ich getrost hier das Komma wegstreichen bei einem Pärchen. Und das heißt, das mit 10 und das mit 10 erweitern, dann habe ich hier praktisch stehende 6. Und hier steht, weil das Komma ja hier hinten hingerutscht ist, 24. 6 und 24 lassen sich schön kürzen. Durch 6 ist 1 und hier ist 4. Jetzt kann ich sagen, 4 mal 12 ist 48 und hat eine Kommastelle. Oder ich sage einfach, naja, das muss irgendwas mit knapp 5 rauskommen. Weil ich sage, 4 mal 1 ist 4, also 4,8 ist das Ergebnis. Das ging ja noch. Jetzt kann ich das gleiche hier machen. Jetzt verschiebe ich mal hier die Kommastelle nach hier hin. Ich nehme es mal weg. Also ich streiche die mal weg. Ich habe mit 10 erweitert. Dieses Pärchen hier. 45 durch 3 ist 15. Und hier 3 durch 3 ist 1. Jetzt habe ich hier unten 0,3 und hier oben eine 15. Wenn ich das jetzt mit 10 erweitere, jetzt mache ich es mal in grün, streiche ich hier weg, dann habe ich hier eine 3, 0,3 mal 10 ist 3 und hier muss ich eine 0 ranhängen. Das heißt, das ganze Ding 150 durch 3, das ist dann 50. Hätte man gar nicht gedacht, ne? Jetzt zur zweiten. Jetzt kann ich Folgendes sagen. Ich schreibe mal die zweite anders und dann zeige ich wieder die ganze Geschichte nochmal mit der Kommaverschiebung. Wenn ich sage 1,2 mal 2,4, durch 0,09 ist 0,3 mal 0,3. Dann kann ich den ganzen Käse wieder machen. Und zwar in diesem Fall so, dass ich sage, okay, jetzt mache ich es wieder in blau. Ich streiche das hier weg und habe 24 und 3, kann ich beide durch 3 kürzen, habe ich hier eine 8. Jetzt sage ich, okay, die 8, die lasse ich mal stehen. Und ich verschiebe jetzt hier die beiden Kommata, 0,3 und 1,2, einmal nach rechts verschieben, dann verschwinden sie. 12 durch 3 heißt es dann. 3 durch 3 ist 1, 12 durch 3 ist 4. Jetzt unten stehen 1, ich bin fast fertig, 4 mal 8 ist 32. Kommt hier raus. Wenn ich das anders mache, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich verschiebe mal hier um eine Kommastelle nach da. Das heißt, ich werde sie jetzt wegstreichen. Dann muss ich hier erst eine Kommastelle, darf ich nur eine verschieben. Jetzt verschiebe ich diese nochmal und diese auch. Dann verschwindet sie hier. Und die verschwindet auch. Dann ist das alles hier vorne verschwunden. Jetzt heißt das Ganze 12 mal 24 durch 9. 12 geht durch 3, 9 geht durch 3, habe ich hier eine 3 stehen und hier habe ich eine 4 stehen. 24 und 3 gehen beide durch 3, habe ich hier eine 1 stehen und hier habe ich eine 8 stehen. 4 mal 8 ist auch 32. Ne? So geht es auch. Oder eben so, wie ich es rechts in grün gezeigt habe. Hier muss ich die binomische Formel anwenden, damit ich hier irgendwie weiterkomme. Und zwar, hier oben schreibe ich um 0,04x², daraus die Wurzel ist 0,2x. Jetzt minus, ich fange mal mit minus an, hieraus die Wurzel ist 1,2y. Jetzt das Ganze nochmal anders dargestellt als 0,2x. Ui, was ist denn hier los? Plus. Mein Stift schreibt komisch, deswegen sage ich das. 1,2y. Ui, Nanu. So. Und jetzt den ganzen Kram durch 1,2y plus 0,2x. Und jetzt kann ich das einklammern, obwohl das hier nicht nötig war, weil der gemeinsame Bruchstrich ja da war. Und dann kann ich sagen, warte mal, dieser und dieser Term, die kann ich beide, ich mache es mal in grün, komplett durch den gesamten Klammerausdruck kürzen und dann bliebe das übrig. Das ist dann also 0,2x. Jetzt darf ich die Klammer weglassen, weil nur noch mit 1 mal genommen wird. Minus 1, 1,2y. Dann habe ich das dahin geschafft. So, ich mache mal Pause jetzt. Können wir noch über Varianten diskutieren? Y hatte ich vergessen. So, noch eine andere? Ja? Es kam ein Vorschlag, warum nicht, ich habe den Term hier nochmal hingeschrieben, warum nicht alles einfach mit 100 erweitern? 100, weil ich hier zwei Stellen habe. Dann hieße das 4x², ne? Hier wäre das Komma. Also ich mache das jetzt mal so, dass das Komma weg ist. Jetzt steht noch 4x². Hier steht dann, das Komma ist weg, 144y². Jetzt muss ich allerdings hier auch 120y
Und hier muss ich sagen, 20x schreiben. Jetzt sehe ich schon, wenn ich das jetzt hier wieder ausmietzle, dann komme ich auf keinen Fall auf diesen Term. Also, und selbst wenn ich hier die binomische Formel anwende, dann wird es echt ein Problem, das wieder hinzukriegen. Vor allem 0,2x minus 1,2y ist das, was rauskommen musste. Lieber nicht, sondern hier direkt sagen, okay, ich gehe hier mit der binomischen Formel ran. Also das machen wir lieber nicht, sonst wird es gefährlich. Das war das Ergebnis. Gut, noch Fragen dazu oder kann ich schon mal die nächsten Aufgaben zum Üben rausholen? Ich hole mal die nächsten. Hier sind die nächsten Aufgaben. Nochmal wieder ganz stur rangehen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir was Schlaues bei raus. Und Pause drücken, zu Hause auch. Und dann sehen wir uns wieder. So, zur Auflösung des Rätsels. Das obere, das fasse ich auf als in Klammern x plus y mal in Klammern x plus y. Dann geht es dann leichter beim Kürzen. Und unten nehme ich die dritte binomische Formel, die da heißt x minus y in Klammern mal x plus y in Klammern. So, jetzt kann ich kürzen. Komplett den gesamten Klammerausdruck durch sich selbst. Dann bleibt das übrig, das hier. Das ist das Ergebnis. Jetzt habe ich keinen Platz, das hier noch hinzuschmieren, weil ich will hier noch ein bisschen Platz behalten. Also x plus y, jetzt kann ich die Klammern weglassen, durch x minus y. Da gibt es noch weitere Tricks, aber das lasse ich jetzt mal weg. Jetzt zur zweiten. Ich wäre ja bekloppt, wenn ich das hier ausrechnen würde oder gar noch mit binomischer Formel ausrechnen würde. Ich sage einfach, das ist 81 zum Quadrat und 27 zum Quadrat. Wenn ich das mal ausführlich schreibe, habe ich hier 81 mal 81 geteilt durch 27 mal 27. Wenn ich da jetzt dran rumkürze, sage ich, durch 27 ist 1, durch 27 ist 3. Das hier nochmal. Also muss 9 rauskommen. Mensch, das Ding schreibt schlecht am rechten Rand. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's mit der. Die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Da kann ich den ganzen Kram hier abschreiben. Ich mache das jetzt mal in diesem Fall nicht, sondern ich sage einfach mal, so ähnlich wie ich kürze, so sage ich, ich streiche das durch und schreibe den gesamten Ausdruck entsprechend faktorisiert wieder hin. Hier raus die Wurzel aus x² ist x. Hier raus die Wurzel ist 2y mal das in Klammern. Und siehe da, ich kann jetzt diesen gegen jenen und diesen gegen jenen kürzen. Es bleiben lauter Einsen übrig. Es muss herauskommen. Once. Wenn ich es weiß, dann gucke ich mir das an. 2,5 und 2,5 ergibt miteinander mal genommen 6,25. Dann erste Variante. Zack, zack, zack. Fertig. Jetzt mache ich es mal ausführlich und gleich noch, hier kann ich noch schnell nachlegen. 0,4 und 0,2 gehen beide durch 0,2 und hier bleibt eine 2 oben stehen. Also muss herauskommen 2. Gucken wir es uns nochmal an. Ich nehme nochmal diese Schnellkürzvariante weg, ob das auch mit Erweitern klappen würde. Ich sage einfach, ich nehme den ganzen Kram hier mal 10. 0,4 und 0,2 passen gut. Dann heißt das, es steht eine 4 und eine 2. Kann ich schon mal kürzen? Bleibt hier eine 2 übrig. Ich verschiebe mal hier um eine Kommastelle und verschiebe hier. Dann hätte ich hier 62,5 und hier oben eine 25. Dieses Komma 5 verschiebe ich auch nochmal und hier auch gleichzeitig mit. Dann fällt es hier auch weg und hier rutscht das Komma dahin. Jetzt habe ich hier mal sauber abgeschrieben. 25 mal 2 mal 25. Ich habe das Gekürzte schon einbezogen und hier habe ich eine 625. Und jetzt weiß ich, ach komm, 25 mal 25 ist 625, jetzt ist es ganz deutlich, kann ich alles auf einen Schlag kürzen. Ich hätte es auch einzeln machen können, ich mache es nochmal ein bisschen einzelner. Ich teile erst 25 und 625 durch 25. Und dann habe ich diese 25 und diese nochmal, jetzt habe ich einen Strich zu wenig weggemacht, ergibt letztendlich auch 1. Also übrig bleibt 2 bzw. hier unten auch. Gibt es Fragen? So, jetzt noch ein paar Übungen. Bei der letzten, da wollen wir bloß die Faktorenform haben, ne? Und die restlichen müssten eigentlich eindeutig sein. Also die letzte dürfte die leichteste sein. So, ich habe schon mal vorgeschrieben, entweder oder, ne? Hier gibt es eine Variante, entweder ich
multipliziere den ganzen Kram hier unten aus und erhalte dann die grüne Variante. Dann bleibt aber oben eine 1 stehen und unten die 30. Ein Dreißigstel kommt auf jeden Fall raus. Oder ich klammer wieder ein. Ich lasse das hier unten so und klammer oben ein. Vorschlag der Schüler, lieber die zweite, die blaue, dann muss ich nicht so viel schreiben. Dann bleibt auch hier eine 1 stehen, ein Dreißigstel kommt raus. Jetzt zur zweiten. Bevor ich mir da einen Wolf rechne, fange ich schon mal an und sage, das kürze ich mir weg, dann habe ich schon mal weniger. Wenn ich das oben wieder einklammere, ich zeige gleich mal, wie das geht. Also, dann sage ich, okay, die 2, die lassen wir erstmal da stehen, mal. Und jetzt lasse ich die Klammer stehen und sage hieraus, links die Wurzel ist x Quadrat. Das Plus darf ich schon abschreiben und hieraus die Wurzel müsste 0,6 sein. Stimmt jetzt auch die Mitte, das ist dann, und das alles in Klammern zum Quadrat. Stimmt jetzt die Mitte, dann sage ich, okay, die äußere 2, die lasse ich. Hier muss x hoch 4 draus werden. Dann in der Mitte muss draus werden 2 mal x Quadrat mal 0,6. 2 mal 0,6 ist 1,2 mal x Quadrat. Stimmt das? Stimmt das. Dann habe ich es richtig gemacht. So, und jetzt Bruchstrich. Und unten drunter stand ja nur noch x Quadrat plus 0,6 in Klammern zum Quadrat. Und jetzt kann ich das komplett rausschmeißen und kann sagen, durch den gesamten Klammerausdruck mit dem Quadrat ist eine 1, also ergibt das hier eine 2. Ich könnte es auch wieder umgekehrt machen, das hier unten ausmietzeln, ne? Je nachdem, wem was besser gefällt, so wie oben gezeigt. Und hier zeige ich nochmal ganz schnell, wie man daraus sozusagen einklammert. Ich ziehe die Wurzel, das ist dann x Neuntel. Und ich ziehe rechts die Wurzel und das Minus muss ich abschreiben, ist 1/2. Ausprobieren, ob das klappt jetzt. Jetzt sage ich, hier in der Mitte muss etwas stehen, das heißt, x Neuntel mal minus 1/2, das sind x Achtzehntel. Mal 2 ist wieder x Neuntel. Okay, das Minus habe ich abgeschrieben. Stimmt. Gut, dann wäre das hier die Form. Ich mache mal Pause. Was passiert, wenn die Aufgabe so aussieht? Jetzt bin ich gezwungen. Achtung, das ist die gleiche wie hier. Hier kann ich ausmultiplizieren, beziehungsweise hier oben wieder einklammern. Hier bin ich in diesem Fall gezwungen, hier oben alles wieder einzuklammern. Diesen Ausdruck. Aber ich kümmere mich erstmal um die 4 und die 8. Zack und zack. Das ist erstmal erledigt. Und jetzt sage ich, okay. Hier oben kann ich nichts anderes machen, als wieder zurückzuformen. Und zwar, das ist dann x Quadrat, links die Wurzel, rechts die Wurzel. Das Plus abschreiben. 0,6 in Klammern zum Quadrat. Überprüfen. 2 mal 0,6 ist 1,2 mal x Quadrat. Jawohl, habe ich richtig eingeklammert. Und jetzt steht hier unten noch x Quadrat plus 0,6. Aber Achtung, nicht hoch 2. Wenn hier nichts steht, dann ist hoch 1 gemeint. Das hier oben kann ich auffassen, wenn ich das Quadrat mal weglasse, als das mal sich selbst. Und jetzt müsste klar werden, was ich machen muss. Hier oben habe ich aber noch eine alte 2 stehen, mal 2, ne, die hier vorne. Und wenn ich das jetzt hier rauskürze komplett, dann bleibt 2 mal x Quadrat plus 0,6 in Klammern stehen. Ausmultipliziert ist dann 2x Quadrat plus 1,2. Also in diesem Fall habe ich nicht die Chance zu sagen, das multipliziere ich aus, damit es der große Ausdruck wird. Da geht es nicht. Ne? Das ist dann so, wie ich es hier gemacht habe. Hier zum Beispiel. Hier oben hatte ich die Wahl, weil hier ein x² steht. Oder alles einzuklammern. Dann geht das. Aber wenn das mal nicht geht, dann trotzdem probieren, irgendwie das Ding so hinzubiegen, dass es doch kürzbar ist. Je einfacher der Ausdruck, umso besser kann man rechnen. Noch Fragen? Nochmal, damit, jetzt sind die Schüler ein bisschen durcheinander gekommen. Hier habe ich extra mal das Quadrat weggenommen. Deswegen war ich gezwungen, hier oben einzuklammern. Wenn hier kein Quadrat steht, ist der Ausdruck nur einmal da. Daher der Unterschied zu dieser Aufgabe hier. Hier hatte ich ein Quadrat dran, hier auch. Also konnte ich komplett kürzen, blieb eine 2 übrig. Hier habe ich kein Quadrat dran, also konnte ich nur eine von den beiden Ausdrücken wegkürzen und es blieb das hier übrig als Ergebnis. Also nochmal sauber hingeschrieben hieße das, hier hätte sich ergeben 2 mal in Klammern x Quadrat plus 0,6. Wer das ausmultipliziert, könnte auch sagen, das ist 2x Quadrat plus 1,2. Also beide Lösungen, ne? Die wären beide praktikabel und richtig. Okay. Gut, also wir hören es an der Stelle mal auf. Kann man dann bis zum Abwinken üben. Das mit den anderen Videos zusammen, also geht schon. Ich schließe das Video ab. Zum Üben reicht es.